Vor allem der soziale Wohnungsbau kommt hier fast völlig zum Erliegen, weil er sich für die Bauwirtschaft nicht mehr rechnet. Um die Kosten zu decken, müsste man heute unsoziale Quadratmeterpreise nehmen. Heute hätten mehr als 11 Millionen deutsche Haushalte Anspruch auf eine Sozialwohnung, aber nur für ein Zehntel davon sind welche vorhanden. Und klar, selber was bauen können sich selbst Normalverdiener schon lange nicht mehr leisten. Ihr seid jung, wollt eine Familie gründen und träumt von den eigenen vier Wänden? Dann haben wir einen ganz wichtigen Tipp für euch. Vergesst es einfach. Könnt ihr eh nicht bezahlen. Auf diese Steine könnten sie bauen, wenn's welche gäbe. Es gibt aber keine, Zement leider auch nicht und keine Handwerker, die eine Wärmepumpe einbauen. Jetzt guckt nicht so traurig, wir können's doch nicht ändern. Schwäbisch Hall. Oh, ja. Überraschend emotionale Reaktion auf den toten Fuchs, muss ich sagen. Also, Eigenheim ist nicht für die meisten, also bleibt was? Richtig, nur Mieten. In den 14 größten deutschen Städten hat sich der Mietanstieg im Vergleich zu den Vorjahren zuletzt verdoppelt. Und da obendrauf kommt jetzt noch der hässliche neue Trend zur sogenannten Indexmiete. Also einer Miete, die an die Inflation gekoppelt ist. Nicht schön, nee, da bist du zweifach gearscht. Die höheren Energiepreise, die ich ja als Nebenkosten eh schon bezahlt habe, treiben die Inflation, die wiederum meine Kaltmiete erhöht. Vielen Dank auch. Ja. Die Grünen haben jetzt gefordert, bei Indexmieten soll der Staat regulierend eingreifen. Aber ich gebe mal einen Tipp ab, das ist mit der Maklerpartei FDP wohl nicht zu machen. Ja. Was bleibt also? Mehr bauen. Und dafür endlich, wie seit Ewigkeiten versprochen, unsere absurden Bauvorschriften vereinfachen und angleichen. 16 verschiedene Landesbauordnungen. Das könnte man sofort ändern, wenn man wollte. Stattdessen werden, kein Spaß, immer nur neue Kommissionen dafür gegründet. Was hatten wir da alles? 2015 die Baukostensenkungskommission. Die schuf dann aber nur die Arbeitsgruppe Standards im Bauwesen, die wiederum einen Sonderpräsidialausschuss Bauen und Gebäude gründete, der danach wieder nur den Präsidialausschuss Bauwerke ins Leben rief. Und was macht Olaf Scholz? Richtig, er gründet die unabhängige Stelle zur Folgekostenabschätzung in Normungsprozessen. Daher das bekannte T-Shirt: Ich wollte bezahlbaren Wohnraum, aber alles, was ich bekam, war eine unabhängige Stelle zur Folgekostenabschätzung in Normungsprozessen. Ja, können Sie nicht bestellen, sage ich gleich. Es ist kompletter Irrsinn, es ist wirklich kompletter Irrsinn. Unsere Bauvorschriften. Hier, jetzt nicht im Heute-Show-Playstore. Achtung, jetzt neu nur für Hardcore-Gamer. Landesbauordnungssimulator 23. Ultra-realistisch. Um zu spielen, brauchst du 16 Monitore und 16 Controller. Denn es gibt ja 16 verschiedene Landesbauordnungen. In Berlin muss eine Kellerwohnung 2,50 Meter hoch sein. In 6 anderen Ländern nur 2,40 Meter. Und im Rest von Deutschland nur 2,30 Meter. Kämpfe gegen sage und schreibe 16 Schallschutzbestimmungen und 16 Brandschutzverordnungen. Bis zum letzten Level, wo sie dich endlich in die Klapse bringen. Landesbauordnungssimulator 23. Absolut unspielbar.